rental came, soaring at the cold wind and the breeze, big enough to slow me, never have a seen a river that's too wide. Rental chain, tight enough to lock me, and the man, big enough to stop me, I'll be dead, if you're ever won't be by your side. So love me, if you're ever gonna love me, never have I seen a road to ride. Die große Pappel ist zurück am Attersee. Gemalt wurde das Bild vor 112 Jahren in Litzelberg von Gustav Klimt. Heute ist es mindestens 35 Millionen Euro wert. Und dementsprechend groß war auch das Interesse von zahlreichen Ehrengästen und Medienvertretern bei der heutigen Ausstellungseröffnung. Das Ungewöhnliche ist das quadratische Format und dann auch das Herunterziehen des Himmels bis fast an den Boden. Die Pappel nicht komplett, sondern abgeschnitten. Und es ist einfach spannend. Gustav Klimt verbrachte die Sommermonate zwischen 1900 und 1916 regelmäßig mit seiner Muse Emilie Flöge am Attersee. Dort entstanden eine Reihe von Landschaftsgemälden. Drei davon kamen in Kooperation mit dem Wiener Leopoldmuseum bisher auf Sommerfrische nach Schörfling. Letztes Jahr etwa die Egelseelandschaft Ein Morgen am Teiche, deren Schätzwert ebenfalls mindestens 35 Millionen Euro beträgt. Heuer kehrt für 14 Tage die große Pappel zurück, die in der Nähe des Bräuhofs in Litzelberg stand, wo Klimt mehrmals logierte. Ich freue mich daher sehr, dass es diese Vereinbarung mit dem Leopoldmuseum gibt, dass alle Jahre der Klimt in einem Original an den Attersee zurückkehrt, wo er ja einen Großteil seines Werks, vor allem das Landschaftswerk, geschaffen hat. Wie gefällt Ihnen das Bild? Ausgezeichnet, weil es eben ein Spiegelbild unseres Lebens ist. Auf der einen Seite der Sturm, auf der anderen Seite die Natur und auf der dritten Seite das Leben. Wenn der Sturm vorbeizieht, geht das Leben weiter. So wie das Wetter heute ist, ist man sehr froh, wenn man besichtigen kann, was damals Klimt zu seiner Zeit hier am Attersee getan hat. Aber nicht nur mit millionenteuren Klimt-Gemälden wird der Tourismus in der Attersee-Region europaweit beworben. Der Künstler wird auf breiter Ebene mit Souvenirs und Reiseandenken vermarktet. Mittlerweile hat sich eine ganze Werbeindustrie auf Klimt spezialisiert. Klimt ist eine Weltmarke. Wir schätzen das sehr, das hat internationale Anerkennung. Wir bekommen Anfragen aus der ganzen Welt, Buchungen aus der ganzen Welt. Und ich denke, das ist so eine schöne Gelegenheit, damit Leute auf den Attersee aufmerksam werden. Der Attersee mit seinen Pappeln zieht wie vor 100 Jahren die Besucher in Scharen an. Auf den Spuren von Gustav Klimt und Emilie Flöge hat die Sommerfrische nun ertragreichen Eingang in den modernen Tourismus gefunden. I'll be there if you ever want me by your side. I'll be